Cameron Diaz genießt das späte Mutterglück in vollen Zügen. Für ihre Tochter will sie 110 Jahre alt werden. Cameron Diaz, 49, liebt ihre Rolle als späte Mutter. Bei Goop erzählte sie ihrer Kollegin und langjährigen Freundin Gwyneth Paltrow, 49, dass sich mittlerweile auch ihre Einstellung zum Älterwerden geändert habe. Das ganze Konzept des Älterwerdens hat sich komplett verändert, sogar in den letzten 10 Jahren. So Diaz. Es hat sich völlig geöffnet. Ich bin begeistert. Ich habe noch 50 oder 60 Jahre zu leben. Ich will 110 Jahre alt werden, seit ich ein junges Kind habe. Ich möchte in ihren 40ern bei ihr sein. Mit ihrem Mann Benji Madden, 43, hat Diaz die zweijährige Tochter Radix. Und ein ganz bestimmtes Ziel? Ich denke, es gibt diesen wundervollen Moment in den 40ern, in dem man wertschätzt, wer seine Eltern sind, und diesen Moment möchte ich mit ihr auch haben, in ihren 40ern bei ihr sein. Diaz glaubte auch, dass ihre Gene ihr dabei helfen werden. Ihre Familie sei aus solidem Holz geschnitzt. So die Schauspielerin. Meine Großmutter rannte mit 72 durch die heiße Sonne im San Fernando Valley und schleppte große Säcke mit Kaninchenfutter und Hühnerfutter herum. Ich glaube, ich habe etwas davon. Die Älteste in der Müttergruppe. Dass sie die älteste Mutter in meiner Gruppe von Freundinnen mit Kindern sei, sei für Diaz kein Problem, sie bekomme viel Unterstützung. Ich bin glücklich, in meinem Alter zu sein, glücklich, diese Freundinnen zu haben, glücklich, meine Tochter zu haben, glücklich, all die Unterstützung zu haben, um sie großzuziehen, schloss sie.